Hallo im HSV Adventskalender. Ihr habt ein paar Fragen an Manu und ich darf die heute überbringen. Ich bin sehr gespannt, was er da heute nachfragt und ob er zu jeder Frage eine Antwort hat. Wir fangen gleich mal an. Die erste Frage. Oh, ist eine einfache für dich. Franzbrötchen oder Brezel? Franzbrötchen. Warum? Ja, nach Hamburg, wo ich hergekommen bin, habe ich das mal probiert und hat mich umgehaut. Hat dich umgehaut? Okay, Nummer 1. Das ist eine fiese Frage. Wer in der Mannschaft hat den schlimmsten Klamottengeschmack? Ja, der sitzt neben mir. Ey, es war klar, dass er sowas erzählt. Warum fragt er sowas an? Du bist so schlecht. So ein schlechter Mensch. Mit dem bin ich auf Zimmer, ey. Nicht mehr, ne? Manu, auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten? Oh. Geil, die Frage halten wir jetzt was. Ja, ich fühle mich am wohlsten eigentlich auf der Schirmerposition, aber ich spiele zurzeit alles. Wie nennt man das, wenn man jede Position spielen kann? Allrounder. Sehr gut. Wie kommt dein Spitzname Mooney zustande? Ja, bisschen ja, weit hergeholt, also wegen Munition habe ich den bekommen. Und Abkürzung Muni. In der Jugend haben mir die gegeben und ja, weil ich immer so viel geschossen habe. Wer hat dir den Spitznamen gegeben? Mitspieler. Oder Mitspieler. Wer ist außer Tom Mickel dein Idol in der Kindheit gewesen? Also, es wäre jetzt unfair, wenn du jetzt nicht sagen würdest. Nee, also ich fand schon Cristiano Ronaldo schon brutal. Also da habe ich schon immer aufgesehen, was er für Arbeit und Ehrgeiz da reingesteckt hat. So, jetzt kommt nochmal was richtig Fieses. Oh, da sind wir auch sehr gespannt. Wer schmückt bei euch den Weihnachtsbaum? Ja, wir machen es zusammen. Also meine Frau und ich machen das zu Hause. Ja, zusammen, geteilte Arbeit. Wo, in Hamburg oder? In Hamburg, ja. Nächste Frage. Hast du schon mal Lapskaus probiert? Mm-mm. Weißt du, was Lapskaus ist? Was ist das? Kennst du wirklich nicht? Nein, ehrlich. Ah, das ist so Kartoffeln, dann Fisch püriert mit Gewürzgurke. Habe ich noch nicht und probiert. Was noch? Ein Spiegelei oben drauf. Ich glaube, so in die Richtung geht es. Habe ich noch nicht probiert, aber. Soll sehr gut sein, habe ich immer gehört. Aber ich esse keinen Fisch. Ich habe es auch noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Hast du Haustiere? Und wenn ja, welche? Ja, also wir haben uns zusammen einen Hund geholt letztes Jahr. Und ja, sind sehr happy mit ihr. Das ist ein Labrador. Welche sind deine Top 3 Serien? Gibt sehr viele gute, aber ich fand Prison Break richtig gut. Dann Haus des Geldes. Ja, und dann, ja, ist schwer zu sagen, welche noch, aber ich will Breaking Bad sogar sagen. So, die roten habe ich mir extra aufgehoben. Das kann ich ja beantworten. Welchen Sport kannst du gar nicht? Fußball. Das war mein Joke jetzt. Nee, ja, Schwimmen ist nicht so mein Element. Also keine Wasserratte? Nee. Schon früher nicht als Kind? Nee, das ist zu anstrengend. Oh, in welchem Bereich musst du dich verbessern? In welcher Sicht? Auf was bezogen? Ich denke, sportlichen Bereich. Fangen wir erstmal sportlich an, weil menschlich ist eine große Baustelle bei dir. Das wird eine Weile dauern. Also machen wir erstmal sportlich. Was kannst du da? Sportlich? Was kann man da machen? Mein Kopfballspiel. Ich dachte jetzt 100%, du sagst ersten Kontakt. Weil der Coach das 10.000 Mal im Training reinruft. Aber der ist gut. Okay. Und menschlich? Alles top. Okay. Es war nichts mehr. Vielen Dank für die Fragen. Ihr könnt jetzt noch was gewinnen und zwar das Uwe Seeler Trikot mit der Unterschrift drauf. Und ja, das verlosen wir und frohe Weihnachten und bis bald.